Achso, ich habe insgesamt habe ich 68 Euro ausgegeben. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Hallo Leute, meine Brille ist von der Maske geschlagen. Ich war jetzt gerade im, sag mal schnell, im Action. Oh mein Gott, die stehen da draußen an. Ich bin Gott sei Dank noch schnell reingekommen. Stehen draußen an, weil keine Einkaufswagen mehr da sind. Man muss ja immer einen Einkaufswagen mit reinnehmen im Action. Und ja, ich bin jetzt auf jeden Fall fertig. Ich habe ganz viel Weihnachtsgeschenkpapier geshoppt und schon ein bisschen Deko. Noch mehr Deko. Und was für die Kinder zum Basteln. Gar nicht so wirklich. Mehr für Leonas Projekt. Ja, ich fahre jetzt weiter in die Apotheke, muss noch was für Moritz kaufen. Und dann bringe ich Mittagessen nach Hause mit. Wir wollten einfach nur belegte Brötchen essen. Und dann zeige ich euch gleich zu Hause die Action Hall Ausbeute. Ich bin wieder zu Hause. Ich muss einmal schnell Hände waschen. Ich glaube, ich habe mehr Geschenkpapier wie alles andere. Es war so, wie gesagt, so krass voll da im Action. Die sind da teilweise paketeweise mit Geschenkpapier rausgegangen. Die Geschenkpapierrollen stehen ja immer in solchen Kartons, ne? Teilweise haben sie einfach die Kartons genommen und sind so zur Kasse gelaufen. Oh mein Gott, heftig. Ich war nicht die Einzige. Hände waschen, Hände waschen. Das ist meine Action-Ausbeute. Ich werde jetzt erstmal mit Alex Mittag essen und dann zeige ich euch das. Auf jeden Fall essen jetzt hier Streusel Kirschkuchen. Kirschkuchen. Ich wollte eigentlich 4 kleine Stücke und dann habe ich so große Stücke bekommen. Ich habe den ganzen Laden leer gekauft. Und der ist echt gut, ne? Ja. Ich weiß, warum den jeder haben wollte. Und die Frau hinter mir schon so, ach Mensch, schade. Ich wollte schon fragen, soll ich ihnen ein Stück abgeben? Ich habe genug. Es gibt jetzt Kuchen und Kaffee. Jetzt kommt Leona gleich von der Schule. Alex fährt mit ihr los, Schuhe kaufen, ne? Ja. Ich hoffe, das Geschenkpapier reicht. Das waren die Reste. Ich konnte die Kamera nicht mitnehmen. Ich sag's euch, es war so voll. Sonst sieht das gleich Leona, ne? Das Geschenkpapier. Geschenkpapier. Ja. Schnell in die Garage bringen. Meinst du? Mein Puls ist schon auf 62. Da ist der begehrte Kirschstreuselkuchen. So, guten. Guten. So, ich habe jetzt noch die Action-Ausbeute, die ich euch zeigen will. Hello, meine Lieben. Es tut mir unfassbar leid. Ich habe gestern gar nicht mehr weitergefilmt und nichts gezeigt eigentlich. Ich habe gerade überlegt, mache ich dieses Video nochmal neu? Nee, eigentlich nicht. Das ist einfach das reale Mama-Leben, wenn man filmen will, aber die Kinder mit Mama spielen möchten oder einen brauchen, ist Mama zur Stelle. Deswegen habe ich euch gestern Action-Haul nicht mehr gezeigt. Mache ich jetzt. Versprochen. Ich zeige euch jetzt meine Action-Haul-Ausbeute. Es ist schon nachmittags, deswegen sorry, es ist ein bisschen dunkler hier im Büro, aber es ist immer noch heller hier als im Wohnzimmer oder so. Ich hoffe, das passt so für euch. Hier ist noch Weihnachtsschmuck drin. Die Tüten müssen jetzt auch schnell in die Garage, weil hier auch Nikolaus Sachen drin sind. Ich habe nämlich 3-mal Nikolaus-Tütchen mitgenommen für Pauline, Frieda und Leona. Ich habe sogar 4 genommen, ich glaube für Moritz. Aber der kann das ja gar nicht essen. Kommt dann trotzdem in den Weihnachtsstrumpf. Ja, der Bruno will das gerne essen, ne? Achso, ich habe insgesamt habe ich 68 Euro ausgegeben. Jetzt wollte ich mal gucken, was das Geschenkpapier gekostet hat. Guck mal, das Geschenkpapier, das Glitzerne, hat 1,26 gekostet. Und das andere 69 Cent. Also für eine Rolle 69 Cent. Unschlagbar. Deswegen bin ich zum Action. Ich habe noch aus dem Action Weihnachtsbaumschmuck mitgenommen. In Salbeigrün. Wunderschön. Und die fand ich auch toll. Das war mal eine andere Größe. Ich habe jetzt tatsächlich einen Kunsttannenbaum bestellt für unser Wohnzimmer oder für die Diele mit Kunstschnee drauf. Eigentlich bin ich so der Fan von diesen Kunsttannenbäumen, aber sagen wir mal ehrlich, es ist mega praktisch. Man kann den das ganze Jahr oder jedes Jahr benutzen. Und dann habe ich jetzt auch einen geholt. Einen schmal mit 2,40 Meter Höhe. Lässt du die Schoki da liegen, Schatz? Und dafür brauchte ich noch Schmuck. Und da habe ich, wie gesagt, dieses hier genommen. Ich hoffe, das ist Plastik. Das habe ich gar nicht geguckt, ob das Plastik ist. Echt Glas. Mist. Da hätte ich vorher mal drauf gucken sollen. Mit Kindern ein bisschen schwierig. Muss mal vorsichtig mit umgehen. Dann für Leonas Schule. Bastelzeug. Da habe ich 3-mal so Pompons mitgenommen. Daraus sollen die sich bunte Schneemänner kleben. Deswegen habe ich auch 2-mal Klebestifte mitgenommen. Das Gute ist, Leonas Gruppe ist nicht so groß. Das sind 12 Kinder, dann passt das. Dann einmal für uns Frauen. Ja, ich habe schon wieder meine Periode bekommen.
Und dann habe ich noch dieses hier mitgenommen. Das ist auch mega süß. Das läutet auch, da ist das Christkind drin. Das ist das einzigste Deko-Teil für Weihnachten, was ich gefunden habe. Außer den Christbaumschmuck. Der Rest hat mir alles nicht zugesagt. Ich muss aber auch sagen, ich war um 11 Uhr da und das war alles abgegrasen. Im Action habe ich nichts mehr bekommen, so wirklich. Geschenkpapier, Katastrophe. Da war ein Mann, der hat rechts und links so ein Karton Geschenkpapier gehabt und ging da raus. Und seine Frau hat die Tüte von Ikea so aufgehalten, hat das ganze Geschenkband so reingepackt in die Tüte. Die Verkäuferin meinte auch, Katastrophe, was hier heute los ist. Die wollen alle Weihnachtssachen und Weihnachtsgeschenkpapier war fast ausverkauft. Ja, auf jeden Fall fand ich das ganz niedlich. Ich glaube, das war auch nicht so teuer. Ich liebe so kleine Details. Das kommt dann irgendwo mit ins Esszimmer. Jo, das werde ich jetzt gleich direkt mal bestücken. Ja, Batterien haben wir noch, werde ich gleich direkt mal hinstellen ins Wohnzimmer. Hier liegt auch überall das Geschenkpapier rum. Und dann habe ich im Action das erste Mal gesehen, diese Muffins zum Backen. Unicorn Cupcakes, ich finde die so cool. Ich glaube, die Mädels werden sich da mega drüber freuen. Butter und Eier und Wasser brauche ich, habe ich zu Hause, Gott sei Dank. Die sehen so cool aus, da gab es verschiedene, auch Cookies und sowas. Richtig, richtig cool. Also werde ich mal ausprobieren, ich bin gespannt, wie die schmecken. Dann habe ich für Weihnachten Servietten mitgenommen, auch das kommt in die Küche. Servietten gehen immer und ich fand das richtig schön mit dem Tannenbaum und dem Gold. Passt zur Einrichtung. Dann habe ich noch mitgenommen für die Deko unten eine Schneekugel. Bin ich eigentlich nicht so der Fan von, weil wenn die mal länger stehen, dann hat man oben nachher irgendwann kein Wasser mehr. Kennt ihr das? Aber ich dachte mir, die kann man jedes Jahr benutzen. Ich habe die noch nicht mal ausgepackt. Das mache ich jetzt mal. Ich konnte sie mir im Geschäft nicht angucken. Den Karton werde ich behalten, damit wir sie auch wieder einpacken können. Oh. Ich finde, Schneekugeln haben immer so was Magisches. Schaut mal. Okay, der Tannenbaum ist jetzt nicht so cool wie auf der Verpackung. Das sieht aus wie eine Flaschenbürste. Der Baum, der ist so gelb. Der ist hier eher weiß auf dem Karton. Aber okay. Es gab auch noch davon einen Fuchs, glaube ich. Aber ich habe das Eichhörnchen genommen. Als wir nach Berlin gezogen sind, in die Doppelhaushälfte, hatten wir immer ganz viele Eichhörnchen auf dem Grundstück. Deswegen fand ich das ganz süß. Dann habe ich noch solche Bastelsets hier mitgenommen für unsere Kinder. Einfach mal am Wochenende, wenn wir nicht wissen, was wir machen sollen mit unseren Kindern, finde ich solche Bastelsachen immer ganz toll. Hier sind solche Kulleraugen drin und Kleber mit Glitzer. Mit Glitzer, das kann man nachher überall aufwischen. Diamantensticker und Federn. Ja, das kommt auch weg zur Seite in den Bastelkommode. Dann habe ich noch was zum Backen mitgenommen. Einmal diese Dekotiere und Meerjungfrau. Das habe ich euch schon mal gezeigt in meinem Action Haul. Ich finde die wirklich toll. Die Kinder lieben das. Dreimal drei Kinder. Eigentlich vier Kinder, aber drei Kinder, die schon backen können. Dann habe ich euch ja gerade erzählt, die Frau, die das ganze Geschenkpapier so eingepackt hat in ihre Ikea-Tüte, konnte auch noch ein bisschen was ergattern. Hier einmal schlicht rot. Gold, ganz klassisch. Dann nochmal grün, gold, rot. Das sind so auch dieses Jahr unsere Farben. Einfach Geschenkband und oben diese kleinen gebundenen Schleifen, die kann man auf die Geschenke kleben. Alex mag das total gerne, die Geschenke schön einzupacken. Dann habe ich dreimal dieses hier mitgenommen. Das ist so ein Set auch nochmal mit Geschenkpapierband und so Namensschildern, weil sonst schreiben wir die Namen immer auf die Geschenke drauf und das ist dann ein bisschen schwierig, immer genau herauszufinden, wem es jetzt gehört. Manchmal findet man die Schrift nicht wieder. Deswegen habe ich da nochmal drei Pakete von mitgenommen. Das, was überbleibt, behalten wir fürs nächste Jahr. Dann für Leonas Projekt die Schneemänner nochmal Pulleraugen, drei Stück. Auch der Bruno soll was für Nikolaus bekommen in seinem Strumpf. Bruno bekommt einen eigenen Nikolaus-Strumpf mit seinem Namen drauf. Und deswegen kriegt er auch was in seinem Strümpfchen. Leckerlis. Für die Kinder ist es, glaube ich, ganz amüsant, wenn der Bruno auch was kriegt. Bruno kriegt auch was vom Christkind. Ja, und dann nochmal Geschenkpapier. Also ungelogen, die Küche war heute Mittag noch sauber oder heute Morgen schon. Wir hatten gerade nur einen kleinen Besuch. Wir haben Sushi bestellt. Guck mal, Alex. Was ist das? Unicorn Cupcake. Oh Gott. Wo hast du das her? Das habe ich irgendwo... Ah, das hast du gekauft jetzt? Action. Zusammen wow, mit das habe ich letztes Mal auch gesehen, aber ich habe mich nicht getraut, ehrlich gesagt. Man weiß nicht, was drin ist, ne? Ich weiß nicht, ob es gesund ist, so viel Lebensmittel. Ist eigentlich Farbe, ne? Ja. Aber ist die gesund? Weiß ich nicht. Google. Deswegen habe ich mir gedacht so, Die haben auch so Cupcakes und Cookies. Ja, das habe ich ja letztes Mal auch schon mitgenommen, ja. Und serviert aber für Weihnachten. Freuen, macht das. Guck mal, eine Sache findest du bestimmt auch richtig süß, Schatz. Guck mal. Ja. Warte, nicht gucken. Ja. Der Tannenbaum sieht aus wie so eine Schrubbürste, ne? Süß.
Ich fand das ganz niedlich. Ich sehe das nicht grün. Für die Kinder mit den Eichhörnchen. Gab es auch noch als Fuchs, glaube ich, oder so. Ja, das kommt jetzt ins Esszimmer. Süß. Müssen wir Batterien reinmachen, dann leuchtet es. Überall sind Batterien. Ja. Aber ich fand es niedlich. Den Rest, wie gesagt, konnte ich nicht kaufen, weil da gab es nichts Gescheites, finde ich. Also ich bin echt enttäuscht dieses Jahr von weihnachtlichen Sachen. Ich bin so verrückt, ne? Ich bin echt verrückt. Ich habe Rehe bestellt für draußen, 1,50 Meter. Rückenhöhe und dann kommt noch der Kopf, sagst du? Ja, glaube ich. Ich frage mich nur, wo sollen wir die einlagern? Alter, kriegt die Krise, sei es Garage. 11 Monate müssen die eingelagert werden. Wir haben nur eine Garage und die ist schon vollgestellt. Kriegst du schon hin, Schatz. Kriegst das hin. So.